Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche und herzlich willkommen bei Energiekram, dem unabhängigen Podcast über Energiewirtschaft. Heute gibt es eine gemeinsame Produktion, denn es soll um einen Jahresrückblick für 2023 gehen. Wir haben jetzt Anfang Januar 2024 und ich möchte einfach mal die Chance nutzen, auch als Weg zurück in die Produktion von Content einmal auf das vergangene Jahr zu schauen. Dabei im ersten Moment ein kleines bisschen die Innenperspektive auf mein Schaffen praktisch zu legen und dann vor allem natürlich die energiewirtschaftlichen Ereignisse des Jahres zusammenzufassen. Ich denke mal, ich werde ungefähr eine Stunde jetzt einplanen und einfach so die erste Viertelstunde wird so ungefähr Energiewirtschaft einfach sein, also was mein Unternehmen und meine Tätigkeit hier angeht und warum eben auch so die letzten Monate keine Videos mehr kamen, aber eben auch schon lange keine Podcasts mehr und warum das jetzt bestenfalls besser und mehr wird im neuen Jahre 2024 und dann so ungefähr ein Drittel, ich sag mal, auch Endverbraucherthemen energiewirtschaftlicher Natur, also zum Beispiel sowas wie die Strompreisbremse, das Solarpaket, die steuerbaren Verbraucher und eben auch sowas wie das Heizungsgesetz, die uns alle natürlich berührt haben und dann mehr so die regulatorischen Themen zum Ende hin, wie eben, der 24-Stunden-Lieferantenwechsel, der jetzt in diesem Jahr konsultiert wurde, wie das neue Messstellenbetriebsgesetz, Gesetz zum Neustart der Digitalisierung der Energiewende, GNDEW, aber eben auch zum Beispiel die unionsrechtlichen Anpassungen, die auf das Energiewirtschaftsgesetz gekommen sind. Ich werde nachher nochmal darauf genau eingehen, was das bedeutet, aber das ist im Prinzip eine riesige Umwandlung der Regelungswerke, nämlich zum Beispiel sowas wie die Stromnetzzugangsverordnung, die wird auslaufen und die Bundesnetzagentur kann es neu veröffentlichen. Muss es auch irgendwie, aber wir wissen noch nicht genau wie. Und natürlich der Universalbestellprozess, also die große Makro 2023, die natürlich bei allen Teilnehmern riesige Probleme bedeutet hat. Das ist auch einer der Gründe, warum ich viel gemacht habe die letzten Monate. Atomausstieg war das Jahr. Also viele, viele spannende Themen. Und wir werden uns das hier auch mit ein paar Einblendungen anschauen. Auf YouTube ja sowieso. Auf Spotify bei Energiekram müsstet ihr auch ein Video sehen können. Ich hoffe mal, das funktioniert, aber es sollte eigentlich möglich sein. Bei den anderen Podcast-Portalen, also iTunes und bei Direkt-Downloads und Google Podcasts und so weiter, hört ihr mich nur. Aber ich denke, ich werde es auch soweit erzählen, dass ihr dem Ganzen folgen könnt. Aber ja, zu Beginn. Ach ja, genau. Wenn ihr jetzt einzelne Themen überspringen wollt, ich werde jetzt mal schauen, auch im Podcast selbst Kapitelmarken anzulegen, dass ihr dann also vorspringen könnt auf die nächste Kategorie. Das müsste eigentlich auch funktionieren. Schauen wir mal. Okay, fangen wir mal an mit Energiewirtschaft einfach. Also was war denn jetzt im Jahre 2023? Ich habe ja nur, ich glaube, die erste Jahreshälfte Podcasts produziert. Und ja, auch nicht unglaublich viele, die aber sehr gut geklickt wurden. Vielen Dank dafür. Und dann eben auch nur so bis irgendwann im Oktober Videos auf YouTube. Und es waren, glaube ich, in Summe auch nur, ich hatte mal nachgezählt, 42 Videos. Ja, das ist wirklich vergleichsweise wenig, weil wir ja jetzt schon 370 Videos haben. Ja, also in anderen Jahren gab es 100 und mehr. Ja, also jeden zweiten, dritten Tag gab es da ja Content. Jetzt nicht so sehr. Warum? Es war auf jeden Fall das aufregendste, spannendste und auch anstrengendste Jahr meines Lebens, ganz klar. Aber vor allem aus Gründen, die außerhalb meiner beruflichen Tätigkeit liegen, war es mega anstrengend, aber auch toll und spannend, weil ich bin ja im März Vater geworden, das erste Mal. Und das ändert das Leben natürlich von Grund auf. Das weiß jeder, der Eltern ist. Das alles ändert sich. Und ich habe mir eben gesagt, als Selbstständiger kann ich natürlich auch die Chance nutzen, sehr viel Zeit mit meinem Baby zu verbringen. Ja, und dann eben nicht nur zu sagen, die Mutter muss sich darum kümmern, sondern natürlich, sie hat auch Elternzeit genommen, war also auch jetzt die ganze Zeit zu Hause, weil meine Freundin arbeitet ja auch für mich oder mit mir und dementsprechend konnten wir das auch so für uns planen, wie es eben gut funktioniert. Aber ich habe eben auch gesagt, ich möchte möglichst viel Zeit gerade so ganz am Anfang auch mit meinen Kleinen verbringen und natürlich auch meine Freundin entlasten und das hat natürlich mich in meiner gesamten professionellen Tätigkeit extrem eingeschränkt. Zu Recht. Und das ist auch schön, dass es so war, weil ich habe großartige Zeit mit meinem Kind verbracht. Aber es hat eben auch dafür gesorgt, dass ich natürlich deutlich weniger Aufträge dieses Jahr gemacht habe und auch natürlich deutlich weniger Content produziert habe, als das vielleicht ansonsten der Fall gewesen wäre. Gleichzeitig war es natürlich auch das Jahr des Wandels, weil wer so ein bisschen mir schon länger folgt, in der Vergangenheit hatte ich ein paar mehr Mitarbeiter, wir waren jetzt zu fünft insgesamt. Die Chance der Geburt meines Kindes habe ich dann eben auch genutzt, um mal darauf klarzukommen, dass ich gar nicht so viel managen will.
sondern eher wieder Unternehmer sein will, also auch selbst das tue, was ich tue, im ersten Schritt, ne? Also auch trainieren und Unternehmensberatung machen und habe deswegen diese Verkleinerung meines Unternehmens auf, ne? Während der Elternzeit meine Freundin auf nur noch mich erstmal durchgenommen, ne? Also wir haben uns da getrennt von allen anderen Kolleginnen, die sind alle gut untergekommen, also das ist, wer bei mir war, der ist natürlich in der Energiewirtschaft auch gut vorbereitet, in irgendeinem Unternehmen zu arbeiten. Also es war alles nicht tragisch. Und deswegen war ich natürlich auf mich alleine gestellt. Das hat auch vieles träger gemacht, ganz klar. Gleichzeitig hat es natürlich viele Kosten auch erledigt, ne, die nicht mehr zu zahlen waren. Deswegen konnte ich auch weniger Aufträge machen, keine Frage. Und jetzt im März, wenn mein Kleiner in den Kindergarten kommt und meine Partnerin also auch wieder aus der Elternzeit herauskommt, werden wir auch wieder schauen, zu zweit zu starten, so wie wir es ja 2019 auch gemacht hatten. Und sie wird sich dann vor allem darum kümmern, unser eigenes Lernportal weiter aufzubauen, weil wer uns jetzt überhaupt folgt, ne? Also nicht nur, dass es wenig freien Content gab, es ist auch bei unseren Produkten, also bei unseren E-Books, bei unseren Online-Kursen, aber auch bei unserem Abo-Bereich für die Marktkommunikation nicht ganz so viel passiert, wie ich mir das gewünscht hätte. Also überhaupt nicht. Ich kam nicht hinterher und das wird sich natürlich und muss sich unbedingt ändern. Im Abo-Bereich haben wir jetzt mittlerweile zumindest die Änderungen vom Oktober und jetzt eben auch vom April 24 sehr schön eingepflegt, aber viele, viele Hintergründe zu einzelnen Prozessen sind einfach noch nicht drin. Das ist natürlich klar bei so einem Abo-Bereich, der jeden Monat dann auch wächst, dass da auch nach und nach mehr reinkommt, aber bei weitem nicht so schnell, wie ich das wollte. Und das ist halt auch schade und wir werden dann eben sehen, ich werde versuchen, da auch transparenter auf YouTube und Co. drüber zu sprechen und zu zeigen, wie weit wir da jeweils sind. Damit eben auch Leute, die schon mal drin waren, sagen, ach, alles klar, jetzt kann ich auch wieder ein paar Monate mal bezahlen oder einbezahlen, wieder reingehen, das Wiki nutzen und so weiter. Es gibt auch diverse Kunden, die Jahreszugänge gekauft haben, also Stadtwerke, die überhaupt froh sind, dass es überhaupt was gibt. Das ist natürlich auch schön, aber auch die sollen natürlich alle richtig guten Content bekommen. Also wird meine Partnerin, die Sophie, sich auch sehr groß darum kümmern. Die ist ja nun auch schon eine ganze Zeit Prozess-Consultant in der Energiewirtschaft. Und hat zuletzt eine Systemmigration oder Änderung in der Systemmigration als Testerin mitbegleitet. Aber jetzt natürlich nach der Elternzeit kann sie dann wieder in die regulatorischen Prozessthemen bei mir einsteigen. Insgesamt, wirtschaftlich war es trotzdem dann echt okayes Jahr, ne? Weil natürlich die Personalkosten weggefallen sind. Und dementsprechend ich erstmal nur noch mich selbst finanzieren musste. Und ja, ganz offen gesagt, wer als Trainer 2000 Euro am Tag nimmt oder wer als Consultant dreistellige Stundenpreise nimmt, ja, na klar, also man muss halt nur ein paar Tage, ich sag mal, operativ am Kunden gearbeitet haben, damit man seine Kosten trägt. Dann geht das schon. Und das war eben auch jetzt der Anspruch, den ich dieses Jahr hatte. Einfach über die Runden kommen in dem Sinne und mich dann neu verorten können. Gleichzeitig zum Ende des Jahres hin, und das war dann auch die Zeit, in der kein Content mehr kam, war es so, dass ich extrem viele Aufträge dann hatte, weil vielleicht auch noch Budget bei euch Auftraggebern übrig war und ihr wolltet dann unbedingt viele Schulungen haben. Ich übernehme jetzt auch gerade Schulungen in einem geförderten Energieberaterkurs, also so einen richtigen Lehrgang, der dann an der BAFA anerkannt ist, damit man als Energieberater jetzt einsteigen kann und dann eben zum Beispiel ja, Energieausweise, diese individuellen Sanierungsfahrpläne und so weiter machen kann. Also ich bringe in so einem zertifizierten Lehrgang die rechtlichen Grundlagen bei, also Gebäude, Energiegesetz und Co. Das ist zum Beispiel sehr viel gelaufen, aber auch direkte Schulungsanfragen. Ich habe viel Energiebilanzierung jetzt gemacht, aber auch so allgemeine Smart Metering Team und Marktkommunikation waren natürlich riesig drin. Und dementsprechend war es das Ende des Jahres wirtschaftlich wirklich phänomenal gut. Und 2024 startet eigentlich auch sehr, sehr gut. Ich bin jetzt auch in einem Consulting-Projekt, was natürlich dann noch mehr Zeit nimmt. Oder auch ein paar Kollegen von einem anderen Consulting-Haus mit anleite bei einer Behebung von vielen Problemen in einem System. Das kostet alles viel Zeit. Das ist dann eben auch das Dilemma, dass natürlich der Content dann darunter leitet. Das hat mich nicht zufriedengestellt, muss ich ganz klar sagen. Also mein Anspruch an meinen Content ist natürlich, dass da viel mehr passiert und auch an meine eigenen Produkte, dass da viel mehr passiert. Und wir haben uns einen Plan gemacht. Ich habe auch relativ viel, was es auf der Zielgeraden ist. Wir werden jetzt Anfang 24 eine ganze Menge neu veröffentlichen. Allein schon unser altes GBKE-Handbuch, ne, als PDF und auch als Druckvariante wird jetzt die neue Auflage bekommen mit der aktualisierten Marco. Und da ist dann eben zum Beispiel der tolle Universalbestellprozess mit drin.
Und ich denke mal, weil auch so viel Content noch übrig ist, ich werde allein im Januar bestimmt 15 oder 20 Videos noch raushauen. Und ich werde auch mit dem Podcast wieder starten. Der Podcast hatte ja jetzt das Problem, dass ich über die Laufzeit hinweg immer mal unterschiedliche Formate auch ausprobiert habe. Also entweder mal so mehrere News aneinander geworfen oder dann mal ein großes Thema mal komplett auseinandergenommen habe. Ich werde jetzt einfach mal versuchen, das divers zu halten und mal sowohl eine News, die etwas kürzer ist, als auch einen längeren allgemeinen Beitrag über dann, keine Ahnung, aktueller Stand Smart Meter Rollout zu machen und so weiter. Also, dass da einfach mehr rauskommt und ihr wieder diese kostenfreien Chancen habt, euch über die aktuelle Entwicklung der Energiewirtschaft zu informieren. Weil aktuell ist, gibt es in diesem Jahr nun wirklich genug. Und ich glaube, das nutze ich jetzt auch als Chance noch nicht ganz, um auf die Themen zu gehen, sondern was ja auch noch dieses Jahr passiert ist, das Gründerzentrum in Gera schließt oder mittlerweile hat geschlossen. Ich war jetzt immer im Technologie- und Gründerzentrum in Gera und das war schon immer sehr wackelig, weil Gera natürlich kein Geld hat und dementsprechend war es jetzt soweit. Zum Ende Dezember sind die meisten Mieter raus. Also auch alles, was so als Startup oder kleines Unternehmchen da drin war, ist jetzt raus. Und wir als Bürgerenergiegenossenschaft, wir haben noch ein Lager bis Ende Januar. Und ich glaube, dann sind wir schon fast die Letzten, die überhaupt noch drin sind, weil die Lager unten wahrscheinlich auch nicht so schnell irgendwie angegangen werden sollen. Und das Gebäude hat jetzt eine Nachfolgenutzung von einem energiewirtschaftlichen Dienstleister. Und ja, mal gucken. Das ist also auf jeden Fall erledigt. Das heißt, auch mein Büro, das ich da hatte, ist jetzt nicht mehr da. Insoweit jetzt mit diesem Jahr, wo ich viel Zeit mit meinem Kind verbracht habe, gar nicht so schlimm, weil ich natürlich sowieso viel im Homeoffice jetzt gearbeitet habe oder eben bei meinen Kunden vor Ort. Ja, dass ich Schulungen vor Ort gemacht habe, klar. Keine Frage, mache ich dann auch immer noch. Aber dann habe ich eben auch überlegt, na, brauche ich es eigentlich sofort wieder ein richtiges Büro? Ich hatte zuletzt 100 Quadratmeter, weil ich ja auch, wir waren ja zu fünft, ne? War das ja dann auch sinnvoll, so groß zu sein. Und ich habe jetzt mal grob geschaut hier in der direkten Umgebung. Ich wohne ja hier in einem Dorf in Ostthüringen. Fand ich jetzt nicht so mega spannendes für sofort, aber vielleicht mittelfristig ja dann doch. Und jetzt mache ich erstmal eine Briefkastenfirma. Das ist auch witzig, ne? Weil ich hier am Wohnort, na, wir mieten ja hier eine Doppelhaushälfte, weil ich hier keine Gewerbeeinheit anmelden möchte oder vielleicht auch noch nicht sollte, weil bisher ist, glaube ich, eine reine Wohnnutzung, das praktisch hier dieses Gebäude oder die Liegenschaft ist so halt angemeldet und da will ich jetzt keine Probleme machen, indem ich eine Gewerbenutzung anmelde. Das ist dann steuerlich interessant für den Eigentümer. Deswegen mache ich das nicht, sondern habe jetzt eine Briefkastenfirma. Und sobald das Ganze dann auch öffentlich ist, werdet ihr das sehen. Aber in einem Recap für 2023 hat es natürlich nichts zu suchen, weil bis zum 31.12. war ich noch im Gründerzentrum Gera. Offiziell zumindest. Naja. Ja, also mal schauen, wie das wird. Bleibt einfach dran in Zukunft, dann werdet ihr auch sehen, wie ich mich da im Weiteren aufstelle. Ich kann eigentlich sehr gut von zu Hause alles machen. Also studiomäßig bin ich ja hier ausgestattet. Aber ich denke mir mal, dass ich schon mittelfristig wieder ein eigenes Büro haben will, weil ich auch noch so ein paar andere Themen sehe, die ich in Zukunft machen will. Vielleicht auch wieder mit einem Team mal gucken. Aber aktuell halt überhaupt nicht. Ne? Das passt so, wie wir unterwegs sind. Und damit gehen wir mal weiter ins nächste oder ins erste richtige externe Themengebiet. Nämlich so die Energieverbrauchsthemen oder die Energieverbraucherthemen, die Endverbraucherthemen, alles, was so normale Menschen auch berührt, nicht nur die energiewirtschaftlichen, regulatorisch tätigen Kollegen. So, und dafür gehen wir mal hier ins Internet. Energiepreisbremsen. Glaube ich, ein super Thema für den Start, weil das hat 2023 natürlich sehr, sehr stark geprägt. Und vor allem das Ende war wieder so überraschend oder auch kurios, weil natürlich sollten die Strompreisbremse und Gaspreisbremse irgendwann auslaufen. Und dann hieß es erst, naja, so im April 24, dann hieß es im Januar 24, dann hieß es, oh doch, Dezember 23. Das ist für die Energieunternehmen, die Preisbremsen ja berücksichtigen müssen in ihrer Abrechnung, ist das richtig beschissen gewesen, dass es diesen Wandel des Enddatums gab. Ich glaube, es hieß auch mal zwischendurch März. Ne? Also 3 oder 4 Mal ist dieses Enddatum geändert worden und das muss ja aber in den IT-Systemen, in den Abrechnungssystemen der Häuser muss das ja berücksichtigt sein, damit die Abrechnung korrekt läuft, weil so eine Preisbremse war ja nichts anderes als, dass ein dann essentieller Teil des Endkundenpreises, wenn dann eine gewisse Schwelle übersteigt, also teuer ist der Tarif, dass dann eben eine Deckelung stattfindet und der Rest des Geldes im Prinzip vom Staat bezahlt wird, mal grob gesagt. Und
dementsprechend nur eine gewisse Menge der Endkunde zu zahlen hätte. Und dafür muss natürlich das Abrechnungssystem geändert werden, weil eben alles drunter kommt auf die Rechnung und wird auch so aufgedruckt und wird auch berechnet fürs Vertragskonto des Kunden, also auch für den Zahlungseingang als Gegencheck. Und der Rest muss ja praktisch dann an den Kunden Start berichtet werden, mal grob gesagt. Und das ist also kompliziert. Ne? Das musste berücksichtigt werden. Und das Ganze jetzt eben so hin und her zu schieben, ist natürlich ein Problem gewesen. Ein Riesenproblem war natürlich diese Haushaltssperre, die da plötzlich kam und die auch so ein bisschen unvorhersehbar war in dieser Form. Und das natürlich ja, problematisiert. So, was ist nun aber das große Thema für 24, jetzt sind ja die Preisbremsen weg, wird es jetzt richtig, richtig teuer. Wir werden uns nachher nochmal Preisentwicklung anschauen und es ist jetzt nicht so, dass wir noch in den absoluten Höhen von Börsenstrompreisen sind, wie noch vor einer Weile in den großen Krisenzeiten. Wir haben schon wieder einen halbwegs stabilisierten Einkaufspreis an der Börse und natürlich kann man sich in so einer Zeit auch dann mal diversifizieren und mehr Eigenerzeugung durch Erneuerbare zum Beispiel mit reinnehmen und nur noch Resteinkäufe machen, das Hedging, also sogar die Gegengeschäfte, um Marktentwicklungen abzufedern, dass man die vielleicht auch dann günstiger schaffen kann durch eben andere Marktvoraussetzungen, die sich jetzt ja entwickelt haben. Ich kann nicht davon ausgehen, dass der Endverbraucherpreis jetzt durch die Decke schießt in diesem Moment, sondern dass es natürlich einige Versorger gibt, die dann sagen, okay, Preisbremse ist weg, jetzt erhöhe ich den Preis einfach deutlich. Aber das ist nicht das große Ganze. Ne? Das ist nicht der übergreifende Markt, der es jetzt nicht mehr leisten kann, halbwegs normale Preise anzusetzen. Halbwegs normal heißt, wir sind jetzt natürlich schon höher als noch vor den Krisenzeiten, ganz klar. Also 2018, 2019 war man schon noch 5 bis 10 Cent definitiv im Durchschnitt günstiger als jetzt. Ja, das ist klar. Auch das kann sich jetzt definitiv entspannen. Es gibt jetzt nicht mehr so die großen Krisen. Auch der Gaspreis dürfte nicht durch die Decke gehen, weil die aktuellen Füllstände relativ gut sind für jetzt eben unsere Periode Richtung 24. Das war Richtung 23 nicht unbedingt immer der Fall. Ne? Man hatte auch eine gewisse Unsicherheit. Wie kommt man jetzt durch den Winter mit einem ja auch so schwierigen Importgeschehen rund um Gas? Ne? Russland war nicht mehr der Partner, mit dem man arbeiten will. Das ist auch für die Zukunft nicht. Und Flüssiggas? Naja, wir hatten keine Importterminals in Deutschland. Also auch nicht der stehende Weg, über den man jetzt Mengen anschaffen könnte. Also war es auch, ich sage mal, ein nachvollziehbarer Grund, warum die Preise so durch die Decke gegangen sind. Aber gleichzeitig ist dieser Grund nicht mehr da. Na, also wir können auf jeden Fall eine gewisse Entspannung erwarten, um jetzt in Richtung 24, ich sag mal, immer noch überdurchschnittliche Preise zu sehen, aber nicht mehr die absoluten Mega-Spitzen, die das Portemonnaie direkt komplett leeren würden. Wir wissen ja, ne, die ganzen sind hier für 23 dann eingelaufen und jetzt Ende 23 auch geendet. Nicht alle Kunden haben wirklich davon auch partizipieren können, gerade wie wir auch hier den Punkt Nachspeicherheizung und Wärmepumpen sehen können. Wer richtige HTNT-Tarife hat, also diesen zwei Tarifstufen für Tag und Nacht, ne, die Wärmepumpe soll nachts bei günstigerem Strom aufladen, da waren ja die Preise sowieso im Regelfall deutlich günstiger als die 40-Cent-Grenze. Aber auch da gilt ja, dass es einen gewissen Bonus gab, der hier bis zum Ende ausgezahlt werden sollte des Jahres. Ja, also auch da gab es ja Berücksichtigungen, aber im Regelfall sind ja sowieso nicht alle Kunden von einer Preisbremse hier berührt worden. Wer sich damit weiter beschäftigen will, es gibt hier also diese Landingpage, die ich natürlich auch mit im dem Beitrag, also sowohl in der YouTube-Beschreibung als auch in der Podcast-Beschreibung mit verlinken werde. Da könnt ihr also draufklicken, je nachdem, wo ihr das nutzt. Und da könnt ihr euch nochmal genauer reinlesen. Hintergrund ist natürlich all das, was wir so als sicher Energiesicherheitsgesetz-Entwicklung eingeführt hatten. Da gab es dann neben diesem ENSIG auch zum Beispiel die ENSI-QMAF und die ENSI-MIMAF, Energiesicherheits-Kurzfristmaßnahmenverordnung, ENSI-QMAF und Mittelfristmaßnahmenverordnung, ENSI-MIMAF, in denen dann zum Beispiel diese Preisbremsen, aber auch andere Aspekte des Einsparens, zum Beispiel dieses Jahr, ne, man darf den Pool im Winter nicht elektrisch beheizen, außer man hat eigene Solaranlagen, ne, wer sich daran erinnert. Diese Geschichten sind ja in Kraft getreten und zwischenzeitlich dann auch wieder außer Kraft getreten. Das war schon
außerordentlich. Na, sowas gab es früher in diesem Sinne nicht und wird auch jetzt hoffentlich nicht mehr nötig sein, weil wir durchaus jetzt mehr Erfahrung auch damit haben, wie das so läuft. Und wir kamen ja ganz gut über die Runden, muss man ja auch so offen sagen. Also wir hatten auch nie eine Gas- oder Strommangelsituation in dem Sinne. Und in einer jetzt wirklich gut voranschreitenden Energiewende wird das auch nicht in Zukunft der Fall sein. Ne? Weil das natürlich nicht nur bedeutet, dass wir einfach so Solaranlagen und Windanlagen irgendwo hinstellen und dann warten wir drauf, was passiert, sondern wir eine komplette Digitalisierung von Erzeugung, Verbrauch und Speicherung herbeiführen wollen und dass diese ganzen Geschichten aufeinander abgestimmt werden. Ne? Und dann wird das Ganze auch gut laufen können. Aber das haben wir in anderen Videos schon ausführlich erklärt. Gehen wir mal weiter zum Thema Energiewende und Ausbau Solar. Hat das jetzt ganz gut gepasst, nämlich die Solarstrategie und dann eben auch das Solarpaket 1 und 2. Wer sich ein bisschen damit beschäftigt hat, das Solarpaket 1 ist ja nun noch gar nicht in Kraft getreten oder beschlossen worden im Bundestag. Das sollte ja eigentlich allerspätestens im Dezember drankommen. Es sollte eigentlich schon früher drankommen, hat sich wieder verschoben. Und jetzt eben auch in diesem ganzen Kontext der Haushaltssperre gab es andere Themen. Und das ist jetzt im Dezember gar nicht mehr drangekommen. Obwohl wir die zugrunde liegende Photovoltaikstrategie, die wir uns ja auch hier auf dem Kanal angeschaut haben, ja schon im Mai besprechen konnten. Und da gab es dann auch zwei Runden, um das Ganze auseinanderzunehmen und zu bearbeiten. Also das Ganze ist über 23 hinweg gelaufen, haben wir hier auch begleitet. Und nun sollte es ja eigentlich die große Erleichterung des Zubaus von PV und auch des Anmeldens, von gerade von kleinen Anlagen und so weiter bedeuten. Balkonkraftwerke sollten erleichtert werden. Das ist alles nicht in dieser Form jetzt so schon komplett passiert. Wir haben im Januar im Bundestag auch noch nicht das PV-Paket, das Solarpaket mit stehen. Das hat mich jetzt auch irritiert. Wir hatten aber ein paar andere Energiewende-Themen jetzt mit auf der Agenda. Also ich denke mal, so begleitende Maßnahmen werden jetzt beschlossen werden. Das nehmen wir in einem separaten Video auseinander, weil es ist ja auch 24. Aber das Solarpaket als solches ist einfach noch nicht gekommen. Und das ist ganz schön schade, weil wir brauchen jetzt dringend bessere Rahmenbedingungen für den Ausbau der Erneuerbaren. Ganz klar. Also sowohl Wind als auch PV als unsere tragenden Erzeugungskapazitäten, die ja nun mal hochskalierbar sind, ohne Ende fast schon, die müssen wir jetzt nun mal noch weiter erleichtern. Gerade auch für den normalen Verbraucher, der immer noch überlegt, baue ich mir das Ding aufs Dach oder nicht? Und die Antwort sollte immer sein, ja, natürlich baust du drauf, aber vielleicht sollten die bürokratischen Hürden noch vielleicht Kostenaspekte weiter geringer sein. Gerade wenn es darum geht, vielleicht eine gesamte Gebäudeversorgung mit anderen Mietparteien zu machen oder ähnliches. Ne? Energy Sharing ist auch so ein großes Thema drumherum. Bürgerenergie ist ein großes Thema natürlich. Also da muss noch einiges passieren und bisher ist es nicht passiert. Schade. Ich muss mal ganz offen sagen, also ich will ja das immer nicht so politisch einfärben, aber ich habe ja die Energiewirtschaft nun schon eine Weile beobachten können als professioneller Mitarbeiter dieser Branche, seit 2011 zumindest. Und ich war auch schon eine ganze Weile länger politisch aktiv und habe deswegen auch einen gewissen Eindruck, und das kennt er ja von mir, wie ich zu den 16 Jahren unionsgeführter Wirtschaftspolitik und gerade auch Energiewirtschaftspolitik stehe. Es ist wenig passiert, es ist viel gegen die Energiewende passiert und es ist vor allem überhaupt sehr viel gegen die Energiewirtschaft passiert. Also man hat gesagt, erneuere Pfui, aber alles andere auch nicht. Man hat einfach nichts gemacht. Also das ist so das große Ergebnis von 16 Jahren unionsgeführter Energiewirtschaftspolitik. Alles Mist. Nichts passiert. Wirklich grandios verkackt. Und in der relativ kurzen Zeit mit, ich sag's mal so offen, mit dem grünen Minister Habeck ist im BMWK, also im Wirtschaftsministerium, energiewirtschaftlich wirklich extrem viel passiert. Das ist schon wirklich gut. Allein, dass diese Bewegung gekommen ist, ist verdammt gut und notwendig. Ganz klar. Also nicht mal, dass ich sage, oder toll Grüne oder toll Habeck, will ich damit gar nicht sagen, sondern es ist endlich was passiert. Also anscheinend sind Hürden abgebaut worden und vielleicht ist auch so in dieser Behörde des Ministeriums gesagt worden, macht jetzt. Was ihr noch in der Schublade habt, holt's raus, macht's jetzt. Und deswegen ist auch viel passiert in den letzten zwei Jahren. Aber in der Photovoltaik-Strategie, im PV-Paket, Solarpaket, muss man sagen, ist so ein erstes riesiges Thema, was eigentlich auch wichtig wäre, was jetzt doch noch irgendwie nach hinten geschoben ist. Ich weiß noch nicht ganz, was ich davon halten soll. Natürlich, diese Zeit der Haushaltssperre, ich kann es immer verstehen, aber schade, wirklich schade. Das Ding muss jetzt bald passieren. Wir brauchen noch bessere und einfachere Rahmenbedingungen für den Solarausbau und natürlich auch für den Windausbau, ganz klar. Notwendig, das muss jetzt kommen. Was es auch kommen muss, oder besser gesagt jetzt gerade schon gekommen ist, sind die Paragraph 14a, steuerbare Verbraucher, steuerbare Netzanlagen.
die Integration steuerbarer Verbrauchseinrichtungen über Smart Meter Gateways, über Digitalisierung, ist das Thema, was zum 1. Januar 2024 in Kraft tritt, rund um Wärmepumpen, Wallboxen für Elektromobile, Klimaanlagen und Elektrospeicheranlagen, die größer sind als 4,2 Kilowatt Leistung. Die Anlagen müssen steuerbar sein, wenn sie ab dem 1. Januar mit der Größe 4,2 Kilowatt angebaut werden. Ne? Also wenn die in Kraft genommen werden, in Betrieb genommen werden, dann muss der Monteur auch schon sagen, hey, weißt du, dass die steuerbar sein müssen? Nee, weiß ich nicht. Ja, melde dich mal lieber beim Netzbetreiber, die bauen dir jetzt ein Smart Meter Gateway hier irgendwo hin und eine Steuerbox, je nachdem, was die Geräte selbst können. Und dann soll und muss der Netzbetreiber in der Lage sein, eine Drosselung herbeizuführen. Nicht wie in der Bild-Zeitung geschrieben wurde, Habeck schaltet überall den Strom ab. Blödsinn. Sondern da, wo der Netzbetreiber einen ernsthaften Engpass erkennen würde, angenommen er tut es, dann würde er eine Drosselung von Wärmepumpe, Wallbox, Stromspeicher, Klimaanlage auf, keine Ahnung, 80% an dieser einen Liegenschaft verordnen, damit kein Zusammenbruch des Niederspannungsnetzes zu erwarten ist. In der Annahme, dass wir in einem Straßenzug meinetwegen 5 Wärmepumpen und 5 immobile Wallboxen nebeneinander haben in 5 Häusern und die alle wollen gleichzeitig laden, angenommen das wäre so, dann muss man eventuell die alle so ein bisschen runterdrosseln. Oder zum Beispiel sagen, immer eine darf komplett und die andere ein bisschen weiter gedrosselt und dann geht das so nach und nach weiter. Ja, das ist die Idee dahinter, dieser Digitalisierungsschritt dahin zu kommen. Also das technisch umzusetzen, ist eine riesen Herausforderung für die Netzbetreiber, auch für die Kunden, auch für die Monteure, für jeden. Aber es gilt ab dem 1. Januar 2024, also seit einem Tag in meiner Perspektive gerade. Und muss eben gemacht werden, wenn diese Anlage größer als 4,2 Kilowatt ist und jetzt neu ins Netz geht. Alles, was älter ist, hat Übergangszeiten. Ne? Das ist so der Ansatz. Ja, und das Ding ist eben, wenn ich mehrere solche Anlagen habe, ne, dann werden die in Summe auf diese 4,2 runtergedrosselt. Also auch da gilt dann natürlich, meinetwegen wird die Wärmepumpe nicht so sehr gedrosselt, aber die Aufladung des Immobils wird stark gedrosselt, ne, um eben auf diese 4,2 am Netzanschluss zu kommen. Der Sinn ist, dass wir ein Energiemanagementsystem haben, was das Ganze also digitalisiert steuert und das System kriegt jetzt die Info, du musst auf 4,2 runterdrosseln. Und dann wird das System entweder intuitiv sagen, Elektromobil, stell dich weiter hinten an, wir brauchen erstmal Wärmepumpe. Oder es ist schon warm genug, Wärmepumpe ganz runterdrosseln, dafür Elektromobil jetzt stärker laden, weil vielleicht muss typischerweise der Fahrer um 5 Uhr früh schon losfahren, ne, damit das jetzt wirklich voll wird. Na, also dieses Energiemanagementsystem ist so eine der besten Möglichkeiten, wie das Ganze dann zu machen wäre. Das ist auch in dieser ganzen Regulierung mit berücksichtigt, dass das eigentlich die perfekte Welt wäre. Ist aber an vielen Stellen natürlich nicht da. Na, so eine Software ist nicht da. Natürlich nicht. Also deswegen wird es am Ende darauf hinauslaufen, Smart Meter Gateway, intelligentes Messsystem, Signal kommt vom Netzbetreiber, drossel bitte ein bisschen und dann wird die Einzelanlage praktisch gedrosselt werden. Erstmal. Dafür gibt es dann verringerte Netzentgelte. Also das ist der große Vorteil für die Verbraucher. Die kriegen eine Auswahl von mehreren Modulen, wie die Netzentgelte runtergehen können. Entweder pauschal 80 Euro weniger, keine Ahnung, oder prozentuale Reduzierung des Arbeitspreises. Das ist also dann das, was läuft, praktisch mit einem Rabatt laufen würde. Kann man auswählen. Modul 3, das wird dann spannend ab 25. Also das wird noch mal eine Weile dauern, aber mit dem Modul 3 haben wir praktisch dynamische Netzentgelte, die also auch jederzeit schwanken könnten, so viertelstündlich, genauso wie dynamische Stromtarife, also wie Versorgungstarife, die auch ab 25 ja kommen. Ab Januar 25 und dann April dynamische Netzentgelte. Und das wird dann mega spannend, wenn man entsprechend digitalisiert ist mit intelligentem Messsystem und so weiter. Dann kann man ja und steuerbaren Einrichtungen, dann kann man da wirklich in der Theorie mega sparsam sein. Und dabei auch natürlich sehr netzdienlich sein. Was toll ist für alle. Keine Frage. Also die Idee dahinter, das System dahinter ist richtig gut, aber
die technische Umsetzung wird riesige Probleme bedeuten. Ich bekleide da auch ein, zwei Stadtwerke in dem Themenbereich, die auch nur Fragezeichen über dem Kopf haben, ob das so richtig gut laufen wird oder nicht. Man wird es jetzt prototypisch einfach herausfinden müssen. Geht gar nicht anders. Naja, das wird spannend. Gehen wir mal noch ein kleines bisschen weiter. Das Heizungsgesetz. Natürlich heißt es eigentlich Gebäudeenergiegesetz. Das war jetzt in 2023 natürlich das Thema schlechthin in allen Diskussionen. Der Habeck reißt die Heizung raus. Habeck verbietet Heizen. Wir müssen alle sterben. So in etwa. Vor allem in der Springerpresse. Ich will nicht immer nur Bild-Zeitung sagen, weil die Welt und Co. sind auch nicht besser. Aber vor allem eben in diesen sehr fragwürdigen Veröffentlichungen wurde da viel Unsinn geredet. Im Ergebnis ist es jetzt schon so, dass wir in Zukunft nur noch erneuerbar betriebene Heizungen haben wollen. Und dass jetzt eben mit einer Übergangsfrist auch nur noch Heizungen zulässig sind, die mindestens 65% erneuerbar betrieben werden können. Das ist bei klassischen Gasheizungen und Ölheizungen nicht möglich. Das heißt also schon, dass man mindestens eine Hybridanlage mit einer Wärmepumpe haben müsste, aber vielleicht noch mit einem fossilen Vorlauf, also damit man eine gewisse Vorlauftemperatur schafft und die Wärmepumpe nur noch den Rest hochpumpen muss. Ja, das wäre dann so die Idee der hybriden Drosselung, um dann eben die 65% erneuerbar hinzukriegen. Der Rest ist halt gedrosselt. Aber auch da gilt, dass man mit jedem voranschreitenden Jahr den Anteil der Erneuerbaren weiter erhöhen muss und irgendwann bei 100% ankommen muss. Das ist also nur bei sehr, sehr modernen Kombinationen von Wärmepumpe und Gasheizung möglich, die dann irgendwann mit Wasserstoff oder was auch immer, Biogas betrieben werden können. Also mit Brennstoffen, die wir so heute noch nicht nutzen. Schwierig, ne? Da gilt noch die Wärmeplanung, ne, die kommunale Wärmeplanung, die praktisch auch dieses Umstelldatum dann, ne, 2026, 2028 mit diesen 65% einführen wird. Wärmeplanung bedeutet, dass Kommunen jetzt veröffentlichen müssen, erstmal zusammenstellen müssen, dann veröffentlichen müssen, wie die Wärmesituation in ihrer Kommune aussieht. Also was für Leitungen haben wir? Haben wir überhaupt Fernwärme? Haben wir Nahwärme? Was für Möglichkeiten haben wir? Also gibt es Geothermiepotenziale? Gibt es Bohrungspotenziale für Wärmepumpen oder eben nur Luft-Luft? Oder haben wir so große Solarthermie-Chancen? Haben wir irgendwo große Abwärmequellen? Keine Ahnung, ein Eisstadion? Oder was auch immer. Irgendwelche Pumpanlagen, industrielle Pumpanlagen. Und irgendwas Kühlanlagen, die auch Abwärme haben zum Beispiel. Oder Rechenzentren mit viel Abwärme. Also solche Dinge, wo man die Abwärme nutzen könnte für eine Wärmeversorgung einer Siedlung, die in der Nähe ist, durch ein Nahwärmenetz und dann diese Wärme nur noch mit kleineren Luft-Luft-Wärmepumpen hochpumpen muss, vor Ort, an der Liegenschaft selbst zum Beispiel. Das ist dann sehr effizient, wenn sich dann ein kaltes Nahwärmenetz, ne, wer das schon mal gehört hat. Und solche Geschichten muss eben die Kommune jetzt mal aufschreiben. Was haben wir denn schon da und was haben wir für Potenziale und was können wir daraus noch schaffen, bauen, entwickeln über die nächsten Jahre, um eben hier voranzukommen. Das wird schon spannend. Und diese Änderung am Gebäudeenergiegesetz, die trifft ja nun aber erst, oder die tritt erst in Kraft, ne, zum 1. Januar 2024, mit den neuen Heizungen und auch mit dieser Wärmeplanung. Aber diskutiert worden ist es über das gesamte Jahr 2023 hinweg. Es gab für den 1. Januar 2023 auch eine Änderung des Gebäudeenergiegesetzes, aber das war relativ kleinteilig. Zum Beispiel, dass der Primärenergiefaktor von Großwärmepumpen verbessert wurde, was praktisch ein Umrechnungsfaktor ist, der für die Effizienzberechnung eines Gebäudes genutzt wird. Dieses Gebäude, das praktisch die Heizungstechnologie Großwärmepumpe in der Nähe nutzt, also über Fernwärme praktisch. Was wichtig ist für den Energieausweis und für bestimmte Fördermodelle und so weiter. Das wurde geändert und der Einfamilienhausstandard EH55 wurde festgelegt statt EH70, was ja praktisch eine Berechnung ist, nur noch 55% des Energieverbrauchs eines Referenzgebäudes praktisch in einem Neubau zuzulassen, um eben möglichst energieeffizient und auch sparsam und klimagerecht zu sein. Das wurde zum 1. Januar 2023 eingeführt im GEC. Und diese ganzen anderen Geschichten, die sind jetzt praktisch zum 1. Januar 2024 in Kraft getreten, inklusive der kommunalen Wärmeplanung. Das ist also alles neu. Wer sich damit weiter beschäftigen will, das ist alles hier natürlich dann mit verlinkt in den
Links, die ich mit reinsetze in die Videobeschreibung und in die Podcast-Beschreibung. Ja, das wird nochmal richtig spannend, weil die kommunale Wärmeplanung, die ja nun bis 26 und 28 überall in allen Kommunen gemacht werden muss, manche Kommunen haben sowas schon da. Vielleicht auch, weil die Stadtwerke schon stark in der Wärmeversorgung, auch in der individuellen Heizungsversorgung und Planung mit drin stecken, dann gibt es die Daten einfach schon. Ne? Dann kann man mit denen arbeiten. Aber viele Kommunen haben gar nichts da. Und fangen im Prinzip jetzt bei Null an mit Personal, was eigentlich andere Aufgaben schon hat. Spannend, ob das läuft. Also ein paar Stadtwerke, mit denen ich so arbeite, die sagen eben auch, hey, wir kümmern uns jetzt da sehr stark drum, weil unsere Kommune möchte da auch sehr schnell loslegen, die möchte da gut vorbereitet sein und als Stadtwerk ist es natürlich auch eine Grundlage für Geschäftsmodelle, wenn man sich dann stärker mit Wärmeversorgung, Heizungsthemen und so weiter beschäftigt. Wenn man zum Beispiel versucht, die Wärmepumpen dann auch zu projektieren, Wärmecontracting zu machen und so weiter. Das ist alles Geschäftsmodell für Stadtwerk X oder für irgendeinen Dienstleister. Und dementsprechend ist das auch für die Kommunen mittelfristig eigentlich ein interessantes Thema. Nur sie müssen irgendwo erstmal loslegen und an vielen Stellen gibt es einfach null Daten, die vorliegen. Das höre ich auch von dem einen oder anderen Haus. Wird schwierig. Aber hey, es muss ja nun mal losgehen. Also das wird spannend. Gehen wir mal ein kleines bisschen noch weiter. Jetzt mal mehr zu dem regulatorischen Thema. Was auf jeden Fall spannend wird. Wir haben in diesem Jahr sehr stark diskutiert, wie der 24-Stunden-Lieferantenwechsel aussehen soll. Es gab da jetzt schon mehrere Konsultationen, die nun schlussendlich auch in einem förmlichen Festlegungsverfahren vom Februar 23 gemündet sind. Dort drin, was schon gelaufen ist, dann entsprechend gelandet sind. Und es sieht es eben so aus, dass wir Richtung 2026 den 24-Stunden-Lieferantenwechsel tatsächlich hinkriegen. Das Ergebnis im Kern ist, dass wir einen Versorgerwechsel innerhalb von 24 Stunden Werktagslaufzeit praktisch oder überhaupt Kalendertagslaufzeit hinbekommen müssen. Davor ist bereits die Marktlokationsidentifizierung gelaufen. Da ist ein vorgeschalteter Identifizierungsprozess, sodass beide oder dass alle Stellen, neue Versorger, alte Versorger, Netzbetreiber bereits wissen, es geht um diese eine Verbrauchsstelle, diese eine Marktlokation. Und dann mit dieser Feststellung läuft die 24-Stunden-Frist, das unter den dreien hinzubekommen, den Versorgerwechsel umzusetzen. Das heißt, ist das mit einer Kündigungsfrist vereinbar? Ist das mit den Datenbeständen möglich, ne? Wissen alle das Gleiche? Ist das wirklich der richtige Kunde und so weiter? Und dann wird es bestenfalls darauf hinauslaufen, dass wir eben auch in dieser ganzen Welt von dynamischen Stromtarifen und Co., ne, die ja 2026 schon laufen sollen, dass wir dann vielleicht wirklich soweit sind zu sagen, hey, ich bin an dem einen Tag bei dem einen Versorger, dann bin ich mal eine Woche bei einem anderen Versorger, dann bin ich mal wieder zwei Tage bei dem dritten Versorger und dann gehe ich wieder zum ersten zurück. In der Theorie. Irgendwann mal, vielleicht. Mal gucken. Aber es soll auf jeden Fall möglich werden. Und wenn man bedenkt, dass Lieferantenwechsel in der Vergangenheit mit vielen, vielen Werktagen Vorlauf überhaupt nur zulässig waren, ist das schon eine spannende Entwicklung, die so extreme Digitalisierungs- und Automatisierungsschritte ja auch bedeuten würde. Werden wir mal sehen. Was dabei immer noch ganz, ganz wichtig ist, und das möchte ich euch mal zeigen, deswegen gehe ich hier mal in die zweite Konsultation, glaube ich. Das kann jetzt mal kurz dauern, weil mein Browser scheint ganz schön überfordert zu sein mit den ganzen offenen Tabs. Aber ist nicht schlimm. Weil wir müssen mal in die GBKE reingehen. Genau, der GBKE-Entwurf. Wer sich damit weiter auseinandersetzen will, das ist hier alles mit drin, natürlich verlinkt. Und wir gehen in die GBKE Teil 1. Die GBKE wird in Zukunft, also GBKE Geschäftsprozesse zur Kundenbelieferung mit Elektrizität, ist ja unsere Marktregel für die Versorgung. Also Lieferantenwechsel, Stammdaten und diverse Themen des Universalbestellprozesses und so weiter sind da drin. Netznutzungsabrechnung ist da mit drin. Und die ist in Zukunft dann viergeteilt. Teil 1 sind die Zuordnungsprozesse und dann haben wir zum Beispiel Stammdaten und diverse andere Themen. Und Zuordnungsprozesse heißt eben auch, ne, Lieferantenwechsel. Das ist dann damit drin. Und ich würde meinen, dass am Ende dieser Zuordnungsthemen auch genau der Hinweis steht auf das Synchronmodell und eben auch Asynchronmodell. Bisher ist es so, dass wir das Asynchronmodell nutzen bei Standardlastprofilkunden. Bedeutet,
Der Lieferantenwechsel kann zu irgendeinem beliebigen Zeitpunkt stattfinden, meinetwegen 17. April. Der Bilanzierungsbeginn, also das Berücksichtigen dieser Verbrauchsstelle im Standardlastprofil für einen Monat praktisch. Das darf nur zu vollen Kalendermonaten sein im Standardlastprofilsektor, also kleinere Kunden. Das heißt, wenn der Lieferantenwechsel zum 17. April stattfindet, würde der erst zum 1. Mai in die Bilanzierung kommen. Und es gibt dann praktisch bestimmte Fristen. Bilanzierung ist dann immer am dritten Tag vor dem Monatsletzten praktisch ist der Switch, ob man den Folgemonat nehmen kann oder den übernächsten Monat erst. Heißt also, jetzt kommt es nämlich mal, wir dürfen ja 6 Wochen rückwirkende Einzüge machen. Wir sind jetzt meinetwegen am 29. Dezember. Wir können 6 Wochen rückwirkend, also zu Mitte November, einen Einzug noch organisieren. Lieferbeginn ist also Mitte November. Da wir aber schon am Ende des Dezembers sind, wenn wir das jetzt gerade prozessual umsetzen, können wir nicht mehr zum Folgemonat bilanzieren, sondern erst zum übernächsten Monat, also zum 1. Februar. Wir beliefern also Mitte, Ende November, bilanzieren aber erst ab Februar. Das ist zwar möglich und das ist unser System, wie wir es seit 10 Jahren nutzen, aber das ist nicht unbedingt gut und sinnvoll für auch die gesamte Systematik von Verbesserung der Standardlastprofile. Das ist nicht hilfreich. Und mit dem 24-Stunden-Lieferantenwechsel, also mit der GPKE 2026, werden wir nur noch das Synchronmodell nutzen, was wir heute schon bei RLM-Kunden, also Lastgangkunden in großen Industriekunden, kennen. Das Synchronmodell heißt dann, dass auch bei allen Kunden, auch bei Standardlastprofil, die Bilanzierung und die Netznutzung synchron stattfinden. Also der Zuordnungsbeginn aus GBKE Teil 1 sagt, dass wir Netz nutzen und er sagt, dass wir bilanzieren. Der läuft immer zum selben Datum. Das heißt auch, die Zuordnung einer Marktlokation findet nur noch in Zukunft statt. Na? Und dementsprechend werden wir nicht mehr 6 Wochen rückwirkend einziehen. Wir werden aber dann praktisch ab morgen bei Versorger X sein und ab morgen auch der Versorger X uns bilanzieren. Das ist theoretisch super gut. Es wird natürlich in der Klärung jede Menge Probleme herbeiführen, wenn wir bedenken, dass eben Einzüge und Co. nicht mehr gut rückwirkend umgesetzt werden können. Dürfen. Wir werden sehen, wie wir das machen. Wir haben ja noch 2 Jahre Zeit. Das wird spannend. Ihr werdet hier auf jeden Fall darüber informiert werden, was ich davon halte und was ich darüber höre und wie auch diese ganze Entwicklung des 24-Stunden-Lieferantenwechsels jetzt vorangeht. Also hier verlinke ich diese Landingpage und dann könnt ihr hier auf Konsultationen gehen und dann da praktisch den GBKE-Link euch anschauen. GBKE Teil 1 und da ist dann ganz am Ende das Synchronmodell beschrieben. Das wird schon echt spannend. Also es wird nicht langweilig in der Marktkommunikation, um das mal ganz klar zu sagen. Das wird überhaupt nicht langweilig. Apropos nicht langweilig, es ist ja alles jetzt Digitalisierung, über das wir sprechen. Die kommt natürlich zu großen Teilen aus dem Smart Meter Gateway, aus dem Mesh der Betriebsgesetz, aus dem Gesetz zum Neustart der Digitalisierung der Energiewende GNDEW. Der Neustart des Smart Meter Rollouts, um das mal so klar zu sagen. Und im Kern bedeutet das, dass wir hier im Mai 2023 eine Neufassung des Mesh-Betriebsgesetzes bekommen haben. Wer sich daran erinnert, das Mesh-Betriebsgesetz ist ja 2016 in Kraft getreten, um damals die Messzugangsverordnung zu ersetzen und den Smart Meter Rollout offiziell zu starten. Oder eben zu regeln, wann er genau wirklich dann auch offiziell starten würde. Und wir haben mitbekommen, das ist nicht gut gelaufen. Überhaupt nicht gut. Also das Smart Meter Rollout ist komplett, ich wollte Schimpfwörter benutzen, aber ist komplett im Sande verlaufen. Ne? Sage ich es mal freundlich. So. Und jetzt haben wir neue Voraussetzungen, die den Rollout verändern können. Dieses GNDEW hat dann das Energiewirtschaftsgesetz ein kleines bisschen geändert, dann vor allem das Mesh-Betriebsgesetz neu geregelt und noch so ein paar andere Kleinigkeiten gemacht. Ne, ihr seht ja hier, da ist schon eine ganze Menge Content. Das sind ungefähr 20 Seiten Gesetzesänderungen als solche, wo wir dann unter anderem auch die Änderung der Preisobergrenzen sehen konnten.
Und diese sorgen jetzt zum Beispiel dafür, dass der Endkunde deutlich weniger zahlen muss für ein intelligentes Messsystem, als das ursprünglich mal so geplant war. Es hieß ja so, dass eigentlich nur die moderne Messinrichtung ungefähr die gleichen Kosten haben würde wie der klassische Ferrari-Zähler, so 15 Euro im Monat. Im Jahr. Hey. Aber dass das intelligente Messsystem, also mit Smart Meter Gateway, ja, schon so 60 Euro, 100 Euro im Jahr kosten würde. Und diese Mehrkosten, also eine Vervierfachung, eine Verachtfachung der bisherigen Kosten durch dann diese Digitalisierung und Automatisierung, also auch durch Einsparpotenziale wieder reinkommen soll, damit das für den Endkunden keine Mehrkosten bedeutet. Das ist jetzt gestrichen. Die Preisobergrenzen sind deutlich abgesenkt. Das heißt, der Endkunde bezahlt seine 15 Euro im Großen und Ganzen. Der Rest der reellen Kosten werden vom Netzbetreiber ausgeglichen. Was bedeutet, dass der Netzbetreiber erstmal deutliche Mehrkosten hat und dieser Netzbetreiber dann das natürlich mittelfristig in seinen Netzentgelten wieder allen berechnen wird. Also ob das jetzt so sinnvoll ist, dass man das jetzt vom Endkunden im ersten Schritt wegholt, ist so eine Sache, weil im zweiten Schritt wird es ja wieder dort landen, über die Netzentgelte. Ne? Aber vielleicht hat der dann seine variablen, geringeren Netzentgelte durch die § 14a steuerbaren Vorausanrichtungen. Ne? Dann spart er wieder ein bisschen. Also es wird schon schwierig. Und es wäre hier wahrscheinlich sehr klug gewesen, wenn man einfach über Steuergeld das gelöst hätte. Ne? Und da praktisch ähnlich wie bei einem EEG ein Konto einfach da wäre, ein Smart Meter Konto, ein Rollout Konto, wo dann solche Kosten berücksichtigt werden. Aber naja, ist jetzt erstmal so. Der Rollout als solcher wird jetzt eben losgehen und wir können davon ausgehen, dass sofort der sogenannte agile Rollout hier eben läuft, der im Großen und Ganzen sagen, dass Geräte, die jetzt besser am Markt sind, eben auch sofort ausgerollt werden sollen. Was da ist im Lager, raus damit, baut es ein, damit wir hier die Kunden erreichen können. Und dann praktisch bis 2030 der normale Kundensektor, also alles über 6.000 bis zu 100.000 Kilowattstunden erstmal ausgerollt werden soll. Und bis 2032 auch die großen 100.000er, also die Industriekunden, die RLM-Kunden mit intelligenten Messsystemen, Smart Meter Gateway ausgerollt werden sollen. Die optionalen Kunden, also die unter 6.000 Kilowattstunden, das sind natürlich die eigentlich im Geschäftsmodell besonders interessanten, weil man denen ja irgendwelche Mehrwerte sehr, sehr gut anbieten könnte. Also Smart-Home-Geschichten, irgendwelche Energiemanagement-Geschichten mit PV-Anlage, Speicher, Elektromobil und so weiter, ne? § 14a, dass da eben aber eben nicht nur so netzdienlich ist, sondern eben wirklich gezielt eingesetzt werden kann. Man spart Geld, man hat einen Echtzeitüberblick über seine Verbräuche und man kann dann eben sagen, alles klar, jetzt bitte aber PV-Anlage auf dem Speicher umleiten, nicht mehr nach außen ausspeisen, sondern jetzt will ich hier haben und so weiter. Ne? Diese ganzen tollen Ideen, die könnten jetzt eben wirklich laufen. Und dahinter steckt natürlich für den Endkunden Komfort, und vielleicht auch Sparsamkeit, also auch vielleicht Geld nicht nur sparen, sondern vielleicht sogar mittelfristig verdienen, weil man wieder netzdienlich ausspeisen könnte und so weiter. Das kann alles sehr, sehr spannend werden. Und ansonsten vielleicht auch für Sicherheitsaspekte im Smart-Home-Sektor. Also es gibt schon interessante Dinge für den Endkunden und das bedeutet natürlich Geschäftsmodell für das Stadtwerk, dass das dann umsetzt, ne, mit der Stadtwerke-App, wo dann alle tollen Smart City und Smart Home und Smart Metering und Smart Grid-Geschichten mit drin sind. Auch da stehen die meisten Häuser sehr am Anfang, müssen aber loslegen und müssen hier auch was schaffen, das ist klar. Weil der Rollout-Plan sagt hier ja nur die Pflicht-Rollout-Geschichten, aber sagt hier nicht das eigene Spannende, nämlich dass die kleinen Haushaltskunden natürlich auch die sind, die über Komfort sich sofort freuen würden. Und auch da genügend Early Adopter dabei sind, die eben zum Beispiel so eine Smart Home Geschichte definitiv nutzen würden. Weil das alles natürlich am Ende bedeutet, dass hier im Smartphone dann auch spannende Applikationen rund um eben die Energiethemen landen würden. Naja, schauen wir mal. Der Rollout wird jetzt richtig losgehen. Also was man so hört auf den Messen und Konferenzen zum Thema ist, dass hier wirklich jetzt auch eine Bereitschaft da ist und der Markt sagt, also auch die Hersteller sagen und die Dienstleister sagen, es geht endlich los. Wow. Also ich glaube schon, dass der Rollout jetzt wirklich spürbar vorangeht. In den Daten der Monitoring-Berichte haben wir ja für 2021, 2022 wirklich nur geringe Schritte nach vorne gesehen. 2023 wird da schon was zu sehen sein, wird natürlich erst in Zukunft veröffentlicht sein. Ich denke mal, 2024 wird das Jahr dann später im Rückblick, bei dem wir
wirklich skalieren und hier eine ganze Menge Kunden berührt sein werden von intelligenten Messsystemen. Na, mal schauen. Tja, ein anderes richtig großes Thema, das ein bisschen komplexer ist. Ich habe es aber auch schon mal angesprochen, deswegen will ich es jetzt hier nicht komplett auseinandernehmen, sondern die Anpassung des Energiewirtschaftsrechts an unionsrechtliche Vorgaben. Wenn ihr euch erinnert, das mal gelesen zu haben. Energiewirtschaftsrecht an unionsrechtliche Vorgaben angepasst. Hier muss das Energiewirtschaftsgesetz unter anderem geändert werden, in dem Kontext, dass Deutschland einiges in der Regulierung falsch gemacht hatte. Und es ist gar nicht, dass es so die Hater kommen können und sagen, ah, die blöden Deutschen, alles falsch, Energiewende falsch. Nein, 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 gar nicht. Es geht darum, dass sowas wie die Stromnetzzugangsverordnung, die Stromnetzentgeltverordnung, die Anreizregulierungsverordnung nicht vom Gesetzgeber hätten beschlossen werden dürfen, sondern von der unabhängigen Aufsichtsbehörde Bundesnetzagentur. Das war falsch, dass das vom Gesetzgeber als Verordnung beschlossen wurde. Es hätte als Festlegung von der Bundesnetzagentur kommen müssen. Das hat Europa jetzt auch nochmal festgestellt, dass das also falsch war. Und Deutschland hat nun endlich dann auch reagiert und dann hier eben auch im November 2023 beschlossen, hupsi, das war ja falsch. Und ihr könnt euch das dann hier im langen Text durchlesen. Es gibt da ja auch die Änderungsvariante vom Ausschuss selbst, wo auch noch so ein paar Dinge und Details mit angepasst worden sind, aber im Kern haben wir rund um 2025 dann so wegfallende Regelungen, weil Netzzugangsverordnung, Netzentgeltverordnung, Anreizregulierungsverordnung fallen weg. Und die Bundesnetzagentur, die auch hier irgendwo nochmal genannt ist, soll das dann hier. Die Bundesnetzagentur erhält hierzu die Befugnis, Festlegungen zur verbindlichen Gestaltung des Netzzugangssystems im Strom- und Gasbereich zu erlassen. Na, die bekommt jetzt also die Erlaubnis, das zu tun. Und da sehen wir hier alles. Ne? Grundlagen Netzzugang, also Netznutzung, also Lieferantenwechsel, Grundlagenbilanzierung, also auch MAB-System, Fahrplanwesen, ne, Lieferantenwechsel, Profilvorhaben, also Standardlastprofil, RLM und so weiter, Zählerstandsgangmessung, also Smart Meter Rollout, Bahnstrom, außerdem auch noch die Gasthemen, ne, wo wir noch mehr haben, ne, Kapazitätsbuchungen und eine Konvertierung, wo wir dann also auch unsere ganzen tollen Geschichten haben mit der Marktraumumstellung, Marktgebietszusammenlegung, was da herumgekommen ist, die ganzen Umlagen, die da gelaufen sind. Also im Kern wurde hier gesagt, schön und gut, Deutschland. Also das ist ja von der Idee her toll, was ihr da macht, aber ihr habt die Regeln vom Falschen erlassen lassen. Ihr habt es falsch gemacht. Der Gesetzgeber hätte es nicht dürfen. Und das war eigentlich auch klar, weil die Aufsichtsbehörden, Regulierungsbehörden, also die Bundesnetzagentur, muss komplett unabhängig sein. Und mit diesen Verordnungen wurden der BNSA die Rechte genommen, das selbst zu beschließen. Und das ist praktisch energierechtlich europaweit nicht erlaubt. Also müssen unsere Verordnungen auslaufen. Die haben jetzt praktisch ein Endedatum. Das wird dann auch da reingeschrieben durch diese Gesetzesänderung der unionsrechtlichen Anpassung. Und bis dahin wird die Bundesnetzagentur hier neue Veröffentlichungen auch raushauen. Das werdet ihr hier natürlich auf dem Kanal dann auch weiter mitbekommen. Ich habe mich ja dazu auch schon mal geäußert, als das beschlossen worden ist. So, was das natürlich das große Thema des Jahres war, ist der große Universalbestellprozess oder eben die Marco 2023. Dass wir die GPKE und die WIM angepasst haben, dass wir 50 EDI at Energy Dokumente angepasst haben zum Oktober 2023. Da ist wirklich viel passiert. Und gerade in der GPKE haben wir eben jetzt diese ganzen tollen Geschichten unserer Definitionen, die ausgerollt worden sind. Leistungskurvendefinition, Zählzeitdefinition gab es ja schon, aber die Schaltzeitdefinition zum Beispiel, was alles mit diesen Schaltungen im Smart Meter Rollout zu tun hat, dass wir die Konfigurationsbestellung haben, also was soll das Gateway eigentlich können, und dass wir auch die sogenannten Steuerbefehle haben, die dann bis zu 6 Sekunden im Vorlauf eine Schaltung praktisch am Gerät, am Paragraph 14a steuerbare Verbrauchsanrechnung zum Beispiel umsetzen würden. 6 Sekunden. In der GPKE, wo wir früher nur von Werktagen gesprochen haben, das wird wirklich spannend. Ist eine gewisse Geschwindigkeit, die wir so natürlich nicht kennen. Wer sich da reinlesen will, der muss wirklich in die GPKE reingehen. Die ist jetzt halt 100 Seiten länger geworden zum Oktober.
Ne, dieses 300 Seiten lang, die GBKI. Das war immer die schön übersichtliche Regelung unserer Lieferantenwechsel und Standardänderungen und Netzungsabrechnung. Jetzt ist da richtig viel Kram drin. Wer sich ein bisschen weiter damit beschäftigen will, es gibt da das Einführungsszenario zum Thema vom BDEW. Das kam mir dann auch schon vor einer Weile raus. Und dort wird einfach noch darauf hingewiesen, na hey, wir haben dort zum Beispiel ja auch die Einführung der Netzlokations-ID, die ja dafür da ist, dass wir nicht mehr über die Marktlokation einzelne Verbrauchs- oder Einspeisestellen ansprechen müssen, sondern praktisch die Netzübergabestelle, die Netzlokation ansprechen können. Die ist dann neu eingeführt. Und die praktisch dann sagt, hey, an dieser Netzübergabe berechne ich zum Beispiel Blindstrom, Blindleistung. Und als Netzbetreiber will ich da praktisch da das Geld sehen. Und die einzelnen Verbraucher und Einspeiser dahinter, also die einzelnen Marktlokationen dahinter, die müssen das unter sich klären, wer wie verantwortlich ist und wer was davon dann bezahlt. Der Netzbetreiber kann praktisch sagen, ich muss mich nicht mehr mit einzelnen Malus rumschlagen und das untereinander berechnen, sondern ich kann diese Grenze, die Nelo-ID, die Netzlokations-ID nehmen, um an der Stelle dann zu arbeiten. Und dort zum Beispiel auch eine Leistungskurvenvorgabe zu machen. Ne? So und so viel Leistung darf hier nur zu einem bestimmten Zeitpunkt kommen. Und das Energiemanagementsystem dahinter muss halt klären, was deswegen wie gedrosselt wird, zum Beispiel. Ne? Das ist so der große Punkt an der Netzlokations-ID. Die technische Ressource ist dann die einzelne Anlage und die steuerbare Ressource ist die einzelne Steuerung, die eventuell mehrere Anlagen verbindet. Ne, um das mal so zu sagen. Wir sehen hier, ne, Schaltzeitdefinition sagt also, zu welchen Zeiten würden wir potenziell immer schalten wollen. Das ist ganz grob gesagt HTNT auf Steroiden, dass wir also an allen möglichen Zeitpunkten so feste Umschaltungen hätten, was vielleicht tarifgesteuert ist. Ne? Also, dass man sagt, wir haben immer sowas wie Wochenendzeiten oder Abendzeiten, an denen wir bestimmte Leistungen, deswegen auch Preise und deswegen auch dann ne, Flüsse, Stromflüsse gerne hätten. Und deswegen wird da umgeschalten am Steuergerät. Ne? Und die Leistungskurvendefinition sagt eben auch, ne, zu bestimmten Zeiten soll praktisch weniger Leistung hier an einzelnen Marktlokationen fließen. Das ist aber immer eine Langfristbetrachtung. Die Definition ist eine Langfristbetrachtung für ein ganzes Jahr. Also praktisch wie eine Zeitreihe für ein ganzes Jahr, für die Stunden betrachtet. Und die Steuerbefehle, weiter unten in der GBKI selbst, das ist dann die Echtzeitsteuerung, die dann ja auch damit zusammenhängt. In dem Kontext, na, auch hier Blindarbeitsrechnung, das habe ich gemeint mit vorhin Netzlokation. Wir haben die Werte nach Typ 2, die eingeführt worden sind. Das sind die nicht abrechnungsrelevanten Werte, die aber zum Beispiel dem Energieserviceanbieter angeboten werden könnten, für irgendwelche Energieübersichten, Einsparempfehlungen und so weiter am Endkunden. Es wurde ein bisschen was an den Kommunikationsdaten noch weiterentwickelt. Vorher waren ja nur die Kernmarktrollen inbegriffen in der elektronischen EDIAT Energy Kommunikationsdatenübertragung, also Kontaktdatenblatt per EDIFACT. Partin als Format. Das wurde jetzt ausgerollt auf alle anderen Marktrollen, also der BKV, der ESA und so weiter. ÜNB, die müssen jetzt auch alle per Partin hier arbeiten. Das wurde hier mit eingeführt. Und naja, so ein paar Themen, die hier also alle mit reingekommen sind über diesen Universalbestellprozess, die Marco 2023. Die GBKI ist da ja deutlich angepasst worden, die WIM auch und dann vor allem diese ungefähr 50 EDIAT Energy Dokumente. Das ist schon recht viel. Naja, geht es aber auch weiter zum April. Es hört ja nicht auf. Also schauen wir mal, was da noch so passiert. Es wird schon echt spannend. Ich habe mal geschaut, was 2023 mein erstes Video war, was ich hochgeladen hatte. Und es war auch gleich am 2. Januar 2023, also jetzt vor einem Jahr. Und das war eine Zusammenfassung des Monitoring-Berichts 2022, also für das Berichtsjahr 2021. Und wer sich sowas gerne anschauen will, also was die aktuelle Betrachtung des Marktes in Strom und Gas so angeht, der kann sich auch den aktuellen Monitoring-Bericht anschauen hier, der namentliche 2023 betrachte das Jahr 2022, immer das Jahr davor. Und da ist schon einiges Spannendes zu sehen, also wie haben sich die Versorgerzahlen geändert, wie viele Lieferantenwechsel gab es, wie viele Stromsperren gab es, wie viele Smart Meter sind ausgerollt worden. Auf, ich weiß nicht, 400 Seiten, 500 Seiten ist da wirklich jede Menge Interessantes berichtet. Wer da jetzt nicht reinschauen will, eines der nächsten Videos hier auf dem Kanal ist natürlich der Blick in den Monitoring-Bericht, wo ich da wahrscheinlich wieder Versorgerseite und Messseite ein bisschen voneinander trenne, weil es gibt viel zu bereden, was da so drinsteht. Tja, und dann
will ich nur noch mal zwei Grafiken rausholen von Energy Charts. Also das ist ja die tolle Webseite der Fraunhofer ISE, wo wir Daten finden über das Energiesystem in Deutschland. Und hier haben wir die Stromerzeugung in Deutschland 2023. Und ich wollte das deswegen hier noch mal extra hervorholen, weil man ja hier sowas Spannendes sehen kann. Ihr seht, wenn ihr das jetzt seht und nicht nur den Audio-Podcast habt, dann seht ihr hier unten ein bisschen Rot. Dieses Rot hier unten ist ja der Kernenergieanteil, der mit dem Atomausstieg zum 30. April 2023 dann ja aufgehört hat. Und wie wir sehen, gab es jetzt keinen Zusammenbruch. Es gab keinen Blackout. Wer jetzt das Video sieht, jetzt ist die Webseite bei mir ein bisschen eingeschlafen. Es passiert hier nichts mehr. Das ist ein bisschen blöd gerade. Ach, liegt dran, dass hier so viele Browserfenster gerade offen sind mit der Videoproduktion zusammen. Ja, ein bisschen schwierig. Also wir haben gesehen, es gab keinen Blackout. Es gab keinen Zusammenbruch. Es gab auch nicht mit dem April plötzlich extrem steigende Preise oder irgendwas. Die Kernenergie konnte abgefangen werden. Wer das hier in der Grafik ist, schon auf den ersten Blick sieht, also hier ungefähr auf der Höhe, wo meine Maus auch gerade ist, war etwas weiter oben, seht ihr, dass da mehr hellbraun ist. Das heißt, wir haben im ersten Moment mit Kohlekraftwerken abgefangen. Mittelfristig, gerade wenn wir hier das Ende des Jahres dann sehen können, ich scroll ein bisschen so, dass ihr das hier dann besser seht, weil mein Kamerabild nicht mehr im Weg ist, da sehen wir ja, dass da ja relativ viel grün, hellgrün, so pastellgrün zu sehen ist, das ist halt Wind. Ja, das ist Wind onshore in diesem Fall, dieses ganz helle Grün. Und da haben wir wirklich viel, viel Produktion zum Jahresende hin. Wir hatten starke Winde, das haben wir alle gespürt. Aber dennoch, Kohle ist hier schon echt noch signifikant dabei gewesen. Und das muss sich in Zukunft natürlich ändern, gar keine Frage. Nach den Zahlen hatten wir in Summe in Deutschland echt gute Anteile von Erneuerbaren. Also wäre hier das Kreisdiagramm zur Stromerzeugung im Jahr 2023 aufruft, seht, dass laut dieser Fraunhofer Zusammenrechnung wir bei etwa 60% Erneuerbaren im Jahr 2023 gelaufen sind. Die Bundesnetzagentur hat jetzt mit ihren eigenen Daten auf smart.de auch was veröffentlicht. Die kommen auf ein bisschen weniger, so 55-56%. Aber wir können sagen, zumindest mehr als die Hälfte des Energieverbrauchs und damit auch der Strom, also des Stromverbrauchs, vor allem auch der Stromerzeugung in Deutschland, war erneuerbar im vergangenen Jahr. Und das ist schon mal ganz okay. Ne? Das ist nicht schlecht. Was damit einhergehend aber immer wichtig ist, ist nochmal die Preisbetrachtung. Und für 2023, ich habe jetzt hier mal die Intraday-Preisentwicklung an der Strombörse im Durchschnittspreis aufgerufen. Durchschnittspreis heißt eben, dass hier Sondereffekte nicht ganz drin sind. Ne, die werden wegen des Durchschnitts ausgeglichen, aber ohne Sondereffekte trotzdem der Ausschlag hier mitten im Bild, nach ganz oben, der ist ja schon ein bisschen auffällig, oder? Also wenn selbst der Durchschnittspreis so arg nach oben gedrückt wird, dann heißt es ja, dass es noch höhere Maximalpreise gab in dem Moment. Das sind dann natürlich dann doch so ganz kuriose Situationen. Ich denke mal, ich werde auch dazu mal ein separates Video machen, um das mal auseinanderzunehmen. Aber im Kern ist es ja nochmal vielleicht ganz interessant, wo liegen wir denn hier so durchschnittlich? Und wenn man das mal sich hier so anschaut, ne, hier ungefähr, wo die Maus gerade ist, also auf Höhe des O's von hier, Tonnen CO2, da haben wir die 100 Euro ungefähr, 100 Euro pro Megawattstunde. Und das ist, wenn man so einen Strahl durchziehen würde, ungefähr die Mittelung, in der wir uns gerade bewegt haben dieses Jahr. Mit Ausschlägen leicht nach oben und wieder leicht nach unten. Das heißt, wir sind schon ein gutes Stück höher als im Mittelwert vor den Krisen, wo wir eher so bei 50 Euro die Megawattstunde waren im Durchschnitt. Aber wir sind auch nicht mehr bei 200, 300 im Regelfall, sondern wir sind im Durchschnitt bei ungefähr 100. Und das ist gar nicht mal schlecht. Und der Preis kann sich jetzt immer noch weiter stabilisieren. Ne? Wird das wahrscheinlich auch. Da wir jetzt keine krassen Knappheitskrisen vor uns sehen. Ne? Also das ist auch immer eine Frage von Unsicherheit am Markt, ob Preise extrem steigen oder nicht. Wir haben immer diese einzelnen Aussteiger nach oben, aber auch mal nach unten über den Jahresverlauf hinweg. Das ist halt immer damit zusammenhängend, was gerade
auch am Markt angeboten wird und was wieder zurückgezogen wird und welche, wie gesagt, darüber hinaus so Sorgen, Nöte, Krisen zu sehen sind. Und wir sind ja nun mal nach Corona-Pandemie und Kriegsausbruch und augenscheinlichen Mangeln an Vorbereitung für den harten Winter, sind wir halt in einer dauerhaft gebeutelten Situation. Das merken wir alle. Es ist gewissermaßen Krisenstimmung an vielen Stellen da. Aber zumindest ganz ernsthaft im Strom- und Gasversorgungssektor und also allgemein Energiewirtschaft, also auch Wärme und Wasser, müssen wir das eigentlich nicht haben. Wir sind nicht in irgendeiner dauerhaften Notsituation oder kurz vor einem Blackout oder irgendwas, so gar nicht. Von daher, ich gehe schon stark davon aus, dass der Preis dauerhaft sehr, sehr weit unten bleiben wird. Wir sehen ja jetzt auch hier, also den letzten Monat, das könnt ihr ja hier dann so sehen, ist der Durchschnitt schon wieder sehr, sehr nah an der Null ganz oft. Ne? Also schon eher wieder bei 50. Also das hat sich ja im Dezember, wo wenig Sonne eigentlich da ist, hat sich da schon extrem entspannt, weil sehr, sehr viel Windproduktion natürlich auch da war. Haben wir ja vorhin gesehen. Also wie sich das dann nochmal weiterentwickelt über die nächste Zeit, wird mega spannend. Für den Recap 2023 müssen wir an der Stelle aber natürlich aufhören. Wir können es nicht in das neue Jahr reinschauen. Das wäre ja sonst keine Rücksicht nur auf 2023. Ne? Ihr merkt schon. Da soll es also auch noch demnächst ein Vorschau-Video geben auf das Jahr 2024. Ihr solltet also wieder einschalten. Also, wie geht es jetzt weiter? Ich habe ja schon erwähnt, es wird wieder Podcasts geben. Da probiere ich auch verschiedene Formate aus, um einfach wieder mehr rauszuhauen. Ihr habt euch das verdient. Ich weiß ja, dass ich mit meinem energiewirtschaftlichen Podcast oder dem energiewirtschaftlichen Podcast der Größte bin. Nicht unter den Energiepodcasts überhaupt. Ne? Es gibt natürlich unter den Energiewende und den Batteriespeicher und Elektromobilitätsveröffentlichungen gibt es natürlich viel, viel größere, weil das auch viel, viel mehr mit Endkunden zu tun hat. Mit normalen Verbrauchern, also auch mit einfachen Menschen. Also normalen Menschen, nicht einfach, normalen Menschen. Aber energiewirtschaftlich gibt es dann vor allem so die Veröffentlichungen von diversen Pressen, Pressehäusern, Verlagen und so weiter, die dann ihre tollen Interviews mit irgendwelchen Stadtwerke-Geschäftsführern machen, in denen aber nie was gesagt wird. Und manchmal fragen die so, ja, wie es denn so bei mir ist, und dann sage ich, wie viele Abonnenten ich allein bei Spotify habe, die Zahl ist vierstellig, und dann kriegen die so kleine Tränen in den Augen. Also mittlerweile ist die Zahl gerade noch vierstellig, die wird immer höher. Und Bei YouTube erst recht, ne? Klar, da bin ich im energiewirtschaftlichen Bereich auch noch auf weiter Flur fast alleine mit der Größe. Aber deswegen verdient ihr ja auch viel mehr Content zu bekommen. Also 2024 ist für mich das Jahr, in dem ich jetzt viel mehr rausgeben will und gleichzeitig natürlich auch auf meiner Produktlinie deutlich mehr wieder rauskommen soll, was eben auch nicht nur die, naja, sehr teuren Schulungen, die ich also für Stadtwerke und Co. mache oder Consulting angeht, sondern eben auch die Produkte auf meiner Lernplattform, die auch ja, teilweise 20 Euro kosten. Das ist ja nichts in dem Sinne für jemanden, der in der Branche dann arbeitet und einfach dann besser zurechtkommt oder eben für jemanden, der sich von seinem Arbeitgeber auch die 700 Euro für den großen Kurs bezahlen lässt. Ne? Das ist ja auch klar. Erwartet mehr von mir als im vergangenen Jahr, weil der Kleine ist es, wie gesagt, groß genug, dass er jetzt bald in den Kindergarten kommt. Und jetzt krallt schon mein Hund hier an der Tür, die wir jetzt auch jetzt reinkommen. Er hört schon, dass ich langsam zum Ende komme. Erwartet also mehr von mir und fordert das auch gerne ein, wenn es euch nicht reicht. Soweit dazu. Ja, wenn ihr Fragen und Kommentare habt, bei YouTube einfach die Kommentare nutzen, bei Spotify könnt ihr diese Fragegeschichte, die jetzt neuerdings dort ja ist, unter dem Podcast nutzen. Bei iTunes glaube ich nicht. Ansonsten geht auf die Webseite energiewirtschaft-einfach.de Podcast und da könnt ihr dann auch Kommentare schreiben zu der Folge. Ja, von daher, wenn ihr was habt, schreibt's rein. Auf jeden Fall. Okay, soweit dazu. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal hier bei Energiekram, dem unabhängigen Podcast über Energiewirtschaft und bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert.